Es muss schön sein, in Mauer ein Narr zu sein, hätte angeblich Kaiser Franz Josef bei der feierlichen Eröffnung der Landesheil- und Pflegeanstalt gemeint. Mit dem Anschluss Österreichs im März 1938 wurde Maueröhling jedoch bald zum Ort von NS-Medizinverbrechen, zum Ausgangspunkt, um lebensunwertes Leben auszumerzen. Diese Ereignisse wurden im sogenannten Sparkling Science Projekt Geschlossene Anstalt, die Heil- und Pflegeanstalt Maueröhling in der NS-Zeit und im kollektiven Gedächtnis aufgearbeitet. Es liegt natürlich an der örtlichen Gegebenheit, dass es dieses Landesklinikum gibt, das eine sehr gute Krankenanstalt ist, aber eine sehr traurige Geschichte in der NS-Zeit hat. Und zum Unterschied von anderen Kliniken in Wien und Niederösterreich oder österreichweit ist zu Maueröhling noch kaum geforscht worden. Das war also der Anlass, dass jetzt diese Wissenslücken einmal zu füllen, diese Forschungslücken, und auch mit dem Gefühl, dass es viele Leute gibt, die jetzt auch gerne Bescheid wissen wollen, was mit den Menschen passiert ist, die in der NS-Zeit in dieser Klinik waren. Wir haben jetzt die erste Arbeitsphase gerade hinter uns. Da ging es eben darum, den Schülern erstmal den Blick für diese Materie zu eröffnen. Und das Ziel ist es, mit den Schülern Interviews durchzuführen, die mit Personen, die mit der Anstalt nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Verbindung gekommen sind oder auch noch Erinnerungen haben an Menschen, Personen, die sie dort verloren haben, also im familiengeschichtlichen Kontext heraus, zu interviewen. Und diese Interviews sollen dann von den Schülern transkribiert und auch analysiert werden, also Sequenzanalysen durchgeführt werden. Und das führt dann dazu, dass man am Ende so ein Mosaik zusammenfügen kann von wie die Anstaltsgeschichte zur NS-Zeit, aber auch wie einzelne Personen, die dort ums Leben gekommen sind, erinnert werden und welche Formen der Erinnerungen es gibt. Also inwiefern das sozusagen was Bewusstes, Aktives ist oder inwiefern es auch was Verdrängtes, Verheimlichtes oder auch Tabuisiertes ist. Und diese Spuren, die sollen die Schüler herausfinden. Also geht es dann wirklich auch darum, das zu lesen. Zu lesen, inwiefern es einen offenen Umgang oder einen etwas verdeckteren Umgang damit gibt. Ja, zunächst einmal, es ist wirklich ein sehr ernstes Thema und ich sehe das insofern sehr gut, dass man das in Form eines Projektes auch mit der FH aufarbeitet und auch den Menschen rund um Amstetten und in Amstetten zur Verfügung stellt und auch bekannt macht. Das Sparkling Science Projekt ist eine Kooperation des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs mit der Fachschule Amstetten und dem Stadtarchiv Amstetten. Den Auftrag dazu lieferte der Film Nebel im August. Gibt es Schule? Nein. Wir alle haben der Natur bei ihrer Auslese jahrzehntelang ins Handwerk gepfuscht. Das deutsche Volk ist nicht mehr bereit, dafür zu bezahlen. Der Film Nebel im August ist ein Spielfilm, der aber auf einer authentischen Geschichte eines jungen Patienten zurückgeht, Ernst Losser, der in der NS-Zeit in Erziehungsheimen und Heil- und Pflegeanstalten in der Psychiatrie aufgenommen wird oder, wie soll man sagen, Insasse ist. Mehr verrate ich nicht, also den Film selbst anschauen. Warum wir ihn gewählt haben, ist, weil er eindrückliche Bilder zeigt, die durchaus auch der Realität sehr nahe kommen. Oder also Ikonen sozusagen der NS-Zeit und der Erforschung der Euthanasie. Wir haben dem Gemüse durch einen mehrstündigen Kochvorgang jeglichen Nährwert entzogen. Das heißt, die Patienten verhungern, während sie essen. Es geht um die Heil- und Pflegeanstalt Maueröhling in der NS-Zeit. Im Nationalsozialismus, also 1938 bis 1945, im Großen der Fokus. Und ja, die Anstaltsgeschichte von Grund auf aufzuarbeiten und zu erforschen. Mein Vater holt mich bald ab. Dann gehen wir zusammen nach Amerika. Herr Losser, ich glaube, in Zeiten wie diesen ist Ihr Sohn bei uns sicherer, als wenn er bei Ihnen ist. Nehmen Sie mich nicht mal hier mit. Ha, du bist. Fang mich doch. Die
Diese 10 Patienten erhalten ab heute morgens, mittags und abends ausschließlich Gemüsesuppe. Die Suppe wird so lange abgekocht, bis sie absolut keimfrei ist. Brauchst du das? Das ist eine schwierige Frage. Wenn du das Dr. Feithausen fragst. Nein, ich frage Sie. Was ist denn? Die esse ich nicht! Ernst, setz dich! Eine Lebenslinie. Die hört überhaupt nicht auf. Du musst noch 2-3 Wochen durchhalten, dann komme ich dich holen. Schwester Sophia hat den Kranken geholfen. Und sie? Sie ermorden sie. Sie sind ein ganz gemeiner Lügner. Ein Verbrecher. Ein Mörder. Wir müssen hier weg. Und wohin sollen wir gehen?